Ja, Freunde, jetzt sind wir in der Nähe von Wolgast. Den Ort will ich gar nicht unbedingt nennen. Wir waren heute schon bei vielen Unternehmern, bei ganz normalen Menschen. Jetzt sind wir bei einem Gesicht hier aus Vorpommern, der am 8. Januar dabei sein wird, der sich einen großen Namen gemacht hat für klare Aussagen auf den Demos, zum Beispiel in Lubmin, in Wolgast oder auch in Greifswald, der Rolf. Lieber Rolf, du könntest ja zu Hause sitzen, die Beine hochhalten. Ich glaube, dir geht es auch so gar nicht so schlecht. Was bewegt dich am 8. Januar mit dabei zu sein, wenn wir sagen, wir holen uns unser Land zurück? Also, ich muss meine Frau mit einschließen. Wir sind der festen Überzeugung, dass was passieren muss. Und zwar zeitnah passieren muss. Sonst ist dieses Land völlig an die Wand gefahren. Ich war zum Beispiel bei AfD-Stammtischen. Da wurde gesagt von Bundestagsabgeordneten, in zwei Jahren, man reitet auf diesen Umfragewerten herum. Und ich habe gesagt, in zwei Jahren wird es Deutschland so, wie wir es kennen, nicht mehr geben. Wir sind am Rande des Bankrotts. Und deshalb ist dieser 8. Januar einer der wichtigsten Tage in der deutschen Geschichte. Das muss ich so sagen. Wenn hier nichts passiert, die Regierung weiß auch, was hier gespielt werden soll. Und was wir müssen wissen, was gespielt werden muss. Weil man hat uns die gesamte Existenzgrundlage unter den Füßen weggezogen. Ob es dir gut geht oder nicht gut geht, den Leuten, denen es jetzt gut geht, wird es bald nicht mehr gut gehen. Hier wird mit Angst gearbeitet. Ich habe Informationen bekommen, dass die Bauern, die in Berlin aufgestanden sind, vom Bauernverband, kann man denken, was man will. Es ist was passiert. Aber diese Aktionen, die müssen weitergehen. Und was macht man jetzt? Man hat sich Bauern rausgepickt, um die einzuschüchtern, weil immer mit Angst gearbeitet wird. Die mit den grünen Nummernschildern gefahren sind, haben sie sich einige rausgesucht. Die müssen jetzt 1.000 Euro Geldstrafe bezahlen. Nur, um zu zeigen, wer hier die Macht hat. Und zu zeigen, wenn ihr das weitermacht, wir können mit euch machen, was wir wollen. Und das geht nicht. Wir sind diejenigen, die diese Verbrecher in Berlin bezahlen. Sie haben dem deutschen Volk zu dienen und nicht gegen das deutsche Volk zu arbeiten. So sehe ich das. Und ich kann nicht zu Hause sitzen, das geht nicht. Ich bin 1984 nach dem Westen gegangen, weil ich mit der DDR nicht mehr zurechtgekommen bin und mit der Staatssicherheit. Und wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde, dann könnte ich mich morgens im Spiegel nicht angucken. Denn das, was hier passiert im Moment, das ist gegen die Scheiße in der DDR. Da war die DDR Augsburger Puppenkiste. Das hier ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ganz offensichtlich. Das hört sich gut an. Rolf, was müssen wir denn machen? Ich finde es schön, dass du Nüsse auf dem Tisch hast. Was muss denn in diesem Land passieren? Deiner Meinung nach. Was muss dem Bürger klar werden? Was müssen wir tun? Müssen wir das, denken wir, so wie der AfD-Mann da, ich vermute mal, naja gut, lassen wir das. Das geht von alleine, geht die Nuss von alleine auf? Ich habe mal zu meiner Frau gesagt, wenn man eine Nuss essen will, dann muss man die Nuss knacken. Und ich habe jetzt zufällig eine Nuss in der Hand, wer jetzt vor der Nuss sitzt und wartet, dass diese Nuss alleine aufgeht, der wird ewig warten. Man muss diese Nuss knacken, um an den Inhalt zu kommen. Und wir müssen, ich sage nochmal, wir müssen diese Regierung knacken, bevor sie uns total in den Bankrott getrieben hat. Das ist meine Meinung. Das hört sich ja wieder perfekt zusammengefasst an. Denn Rolf, was wird denn passieren? Jetzt haben wir die Bauernproteste gesehen in Berlin. Özdemir steht da, bliblablub. Der Bauernpräsident, aus welcher Motivation heraus, sei mal dahingestellt, stellt sich hin und sagt, wir kommen wieder. Wird sich denn meiner Meinung nach, wird sich nichts ändern, wenn wir jetzt stillhalten? Das wird noch viel, viel schlimmer. Oder bist du vielleicht sogar der Meinung, wenn wir jetzt den Protest groß machen, werden die Altparteien es schaffen, eine politische Wende hinzulegen? Also was ist für eine politische Wende von Verbrechern ist für mich keine Option. Überhaupt nicht. Auch die CDU, die bringt gar nichts. Ich sage, ich weiß auch, dass es Diskussionen gibt, Parteien taugen alle nichts. Da gibt es ja auch genug Beweise für, aber wir müssen den Schritt schaffen, erstmal
den Schritt schaffen, dass Deutschland nicht komplett kaputt geht. Und das geht, ganz jetzt nicht, das geht jetzt nicht in der ganz neuen Gesellschaftsordnung. Die muss man hinterher aufbauen, man muss eine Verfassung machen und so weiter und so fort. Wir wissen das alles. Aber jetzt muss schnell was passieren. Und deshalb bitte ich alle, die Zeit, Lust haben und die Mut haben, am Achten auf die Straße. Und da muss kein Bauer von Wolgas nach Berlin fahren. Hier, wir haben hier Bundesstraßen, die blockiert werden müssen. Wir haben die Peenebrücke, die zugemacht werden muss. Wir müssen zeigen, dass wir der Geldgeber dieser Politmarionetten sind, die in Berlin rumturnen. Nicht umsonst hat der Reichstag oben eine Kuppel, weil es gibt keine Zirkuszelte ohne Dach. Das ist so. Muss das einfach immer so, es ist immer erhellend, wenn wir den Rolf irgendwo auf der Bühne haben oder wenn der Rolf so aus dem Bauch heraus zusammenfassen kann, wie unser Land aussieht. Ja, man kann sich natürlich auf der einen Seite hinstellen und sagen, wir haben 1 Billion Euro Steuereinnahmen und auf der anderen Seite aber nicht merkt, dass man 1,5 Billionen Euro ausgibt. Rolf, wirst du der Bewegung weiterhin erhalten bleiben? Wirst du weitermachen? Ja, das ist selbstverständlich. Da gibt es für mich überhaupt keine Frage. Allein diese Irrenanstalt, wenn ich zur Bank gehe und will 50.000 Euro Kredit haben und sagen, können Sie mir nicht ein Sondervermögen zur Verfügung stellen? Das ist doch so hirnrissig, was diese Leute, das sind Gehirnakrobaten. Das sind Leute, die keine Ahnung vom normalen Leben haben, die in der Politik ihre Chance gesehen haben, Karriere zu machen. Woanders in der deutschen Wirtschaft, da wären die nicht mal zum Putzen genommen worden, weil sie nichts können und nichts taugen. Und deshalb müssen wir das durchziehen, ob wir wollen oder nicht. Man hat im Laufe der Monate Step by Step Maßnahmen eingeführt, immer Maßnahmen gegen das Volk, um zu testen, was passiert. Steigen die Proteste, müssen wir vorsichtig sein, aber der Deutsche ist leider so gestrickt, gehorsam und ja, die werden schon machen, ja, aber das geht so nicht. Ich muss das immer wieder sagen, wenn das so weitergeht, noch ein halbes oder dreiviertel Jahr, ist Deutschland tot. Das muss ich so sagen. Und ich bin Deutscher mit Leib und Seele, ja, und ich werde immer für mein Vaterland kämpfen, solange ich atmen kann. Mir fehlen fast so ein bisschen die Worte, lieber Rolf, aber das freut mich sehr, dass wir zum Schluss heute so klare Bezeichnungen gefunden haben, auch für diese Leute dort in Berlin. Der muss einfach noch ein bisschen weitermachen, weil das so einen Spaß macht, Rolf. Der Habeck hat in der letzten Woche, glaube ich, hat er noch mal so ein richtiges Ding losgelassen. Die Bürger sollen sich nicht so aufregen. Schließlich bezahlt ja Vater Staat die EEG-Umlage, glaube ich, so nennen sie es. Da muss man sich ja fragen, ob der Typ überhaupt einen blassen Schimmer hat, wie Deutschland funktioniert. Ich glaube, dass die meisten Grünen denken, das ganze Geld in Deutschland kommt von der Bundesbank. Die wissen gar nicht, dass das Steuergelder von uns sind. Richtig. Die sind völlig, völlig abgehoben, völlig außer der Welt. Ja? Sowas hat es noch nie gegeben. Ich weiß, dass die ganze Welt über Deutschland lacht. Und wenn wir uns nicht weiter blamieren wollen auf politischer Ebene, dann müssen wir am 8.1. Zeichen setzen. Egal was ist. Raus auf die Straße, alles dicht machen. Hier darf sich kein Rad mehr drehen und dann ist da oben Feierabend. Wir sind das Volk, wir haben die Macht. Wir sind viele und das sind wenige. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Rolf, sag bitte auch deiner Frau, möget ihr gesund bleiben, kommt gut ins Jahr 2024. Wir sehen uns garantiert wieder öfter im Januar, Februar. Und dann machen wir nach 89 einfach die zweite Revolution. Bist du dabei? Ja, anders geht's nicht. Ich danke dir. Bis bald, Freunde. TK aus HGW. Dankeschön.